schon rausgestartet. Aus Flers in Tirol auf Rang 6 in Lienz. Das war ihr bestes Ergebnis. Ja, Lienz dürfte sehr viel Gemeinsamkeit haben mit diesem Rennen, denn Cotoni war ja auch gut in Lienz. Ja, kann man vom Hang auch durchwegs vergleichen, in einigen Passagen. Ja. Aggressiv, wie wir es von ihr gewohnt genau sind. Das ist, aber trotzdem versteht sie es, den Druck trotz ihrer Aggressivität so zu verteilen, dass sie schnell fährt. 50, 20. Sie trifft sich. Ja. Sie trifft auch die Spuren ganz gut. Also da ist sie voll dabei. Ist beim Schwungansatz genau in den Spuren drinnen, das ist wichtig. Achtung jetzt auf den nächsten Übergang, dann geht's wieder raus in dieses Flachstück. Kann da schon in die Hocke gehen jetzt, 4 Tore vor der Zwischenzeit, 13, schon verloren, 1800 Liter Cotoni. Ist eine gute Fahrt. Leider da ein bisschen zu weit innen, schau, jetzt ist wieder sie im Weichenschnee draußen. Ja, jetzt spritzt. Hat sie. Und das sollte normalerweise Tempo kosten. Alles noch einmal runter in die Hocke für Steffi Köhle und sie verliert und liegt nur auf Rang 3. Aber schade drum. Noch vor Eva-Maria Brehm. Cotoni vor Fanchini, Köhle jetzt Dritte und Brehm Vierte. Fast nur ein Schwung, gell? Ja, da hat die Einfahrt hat super gepasst. Und leider der nächste Linkschwung war dann